Hallo, mein Name ist Chris. Ich studiere derzeit Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Und heute will ich euch einfach mal erzählen, wie ich zu meinem Studiengang gekommen bin und ein paar Aspekte, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Ich habe damals, kurz vor meinem Abschluss, lange, lange überlegt, ob ich Lehramt studieren möchte. Habe mich dann immer wieder gefragt, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Habe mich letztendlich dagegen entschieden und war eigentlich wieder beim Punkt Null, weil ich nicht wusste, was ich studieren möchte, bis Studienbotschafter zu mir an die Schule gekommen sind und der eine Public Management studiert hat und erzählt hat, was man da so alles macht, was auf einen zukommt. Und es klang wirklich mega spannend, weil ich einfach nicht wusste, was sich hinter Public Management verbirgt. Vielleicht geht es euch genauso. Und mir ging es auf jeden Fall damals so, dass ich nicht wusste, was sich hinter diesem Studiengang verbirgt. Also bin ich zu ihm hin, habe ihn sozusagen ausgequetscht über diesen Studiengang und habe dann erfahren, dass er in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, viel mit Menschen zu tun hat und auch nicht nur im Büro sitzt, was ich ja immer gedacht habe oder wo ich immer die Angst davor hatte. Weil es einfach nichts wäre für mich, nur im Büro zu sitzen, ohne Menschenkontakt oder Außentermin. Und habe mich dann dazu entschlossen, Public Management zu studieren. Habe mich also informiert über diesen ganzen Studienablauf und war natürlich zu spät dran, meine Bewerbung einzureichen und musste daher ein Jahr überbrücken. Ich habe damals bei der Stadt Karlsruhe nachgeschaut, ob ich eine Art FSJ machen kann vor Ort, was ja zum Glück möglich war, und habe dann ein Jahr lang ein FSJ gemacht beim Stadtjugendausschuss. Der gehört zur Stadt Karlsruhe, und ja, habe dann dort die Verwaltung näher kennengelernt und habe gesehen, dass sie gar nicht mal so langweilig ist, weil ich wirklich ganz, ganz viel mit Jugendlichen da zu tun hatte, aber auch Bürotätigkeiten, die Spaß gemacht haben. Und es war einfach toll. Das ganze Jahr hat mich darin bestärkt, Public Management zu studieren und danach in den öffentlichen Dienst zu gehen, also tatsächlich in die öffentliche Verwaltung, weil die öffentliche Verwaltung ist mega spannend. Man hat wirklich in allen Bereichen was zu tun und man kann hinter die Kulissen schauen. Denkt man gar nicht, wie viel in einer Stadtverwaltung abgeht. Ja, wegen dem Studien oder wegen der Bewerbungsphase musste ich mich für den Studierfähigkeitstest informieren. Das ist einfach ein Test, den man machen muss mit Inhalten wie Mathe, logisches Denken, einem Diktat und wo man auch so etwas unter Stress gesetzt wird. Aber der Test ist machbar. Wenn man sich darauf vorbereitet, ist der Test auf jeden Fall machbar. Und dann musste ich mir dann auch noch eine Ausbildungsstelle suchen. Damals war es bei mir die Stadt Karlsruhe. Und so konnte ich dann mein Studium anfangen. So im Monat, klar, man braucht Geld wie jeder Studi, aber während dem ganzen Studium verdient man schon. Man ist schon verbeamtet und man verdient schon sein eigenes Geld. Und mit dem Geld kommt man eigentlich ganz gut klar. Das sind so rund 1200 Euro im Monat und damit kommt man gut klar. Also, ich weiß, wie es euch vielleicht geht da draußen, wegen dem Studium Public Management. Es ist ein toller Begriff, hört sich toll an, aber was dahinter steckt, erzähle ich euch gerne oder schreibt mich einfach an in unserem Forum von den Studienbotschaftern, weil ich erzähle immer gerne, was dahinter steckt und dass Verwaltung gar nicht mal so langweilig ist und wie es dann für mich war im Studium. Also auf jeden Fall ist es mega spannend. Ich empfehle es jedem da draußen und informiert euch darüber und meldet euch bei mir. Ich freue mich über jede Anfrage. Also erfahrt mehr bei mir über Public Management.